Hallo ihr Lieben, Punkt 18 Uhr, das ist unsere Zeit. Wir haben ein Date bei Karls Live. Anna liest, heißt die Devise. Und wir kümmern uns heute noch einmal um mein Buch Egal, ich esse das jetzt. Also es geht um Gesundheit, Schönheit und absolutes Wohlbefinden. Und das brauchen wir ja alle, vor allem in dieser Zeit. Tja, worum geht es heute speziell? Ich dachte, ich spreche mal mit euch über unsere Leber. Jetzt werdet ihr da sitzen und sagen, was will die eigentlich? Ich bin doch kein Alkoholiker. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Aber die Leber ist ein ganz, ganz wichtiges Organ. Und das nicht nur, wenn wir hin und wieder mal einen Gin Tonic oder ein Weinchen trinken. Nein, sie ist quasi die Putzkolonne in unserem Körper. Und die brauchen wir ganz, ganz dringend. Zumindest, wenn wir gesund, schön und fit sein wollen. Und das ist ja mehr als erstrebenswert, oder? Und deswegen sprechen wir heute darüber. Wie immer könnt ihr mir Fragen stellen. Ich freue mich über eure Grüße, Kommentare. Ich grüße auch eure Mutti, wenn ihr wollt. Ich sehe auch schon, da ist jemand. Hallo Ralf, schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir werden noch mehr. Und ja, ich werde euch heute mal mein breites Wissen zum Thema Leber erzählen. Und ihr werdet hinterher sagen, ich wusste gar nicht, wie wichtig das ist. So ging es mir nämlich. Als ich angefangen habe, mich mit der Leber zu beschäftigen, da war ich ganz erstaunt. Denn ich habe selber ehrlich gesagt gedacht, oh, Leber ist jetzt auch nicht so spannend. Brauche ich das eigentlich? Interessiert mich das eigentlich? Und habe dann festgestellt, oh ja, das interessiert mich brennend. Denn die Leber ist quasi so ein bisschen wie unser Motor, der uns am Laufen hält, wenn es darum geht, ob wir uns einfach gut fühlen. Ich hole mal ein bisschen aus. Bevor wir anfangen, gleich einen wunderbaren Smoothie zu mixen, der quasi wie eine Leberkur wirkt, reden wir einmal kurz darüber, was macht die eigentlich? Und warum geht das jeden etwas an? Oh, wir haben noch jemanden, der dabei ist. Pepe. Hi Pepe, schön, dass du da bist. Also, seid ihr schon mal mit dem Flugzeug geflogen oder Auto gefahren? Hattet ihr schon mal Kopfschmerzen und habt vielleicht eine Kopfschmerztablette genommen? Seid ihr vielleicht Make-up-affin? Okay, das ist eher was für Frauen, aber auch heutzutage ist ja eigentlich für jeden was. Also habt ihr euch schon mal geschminkt? Dann habt ihr auf jeden Fall Gründe, warum eure Leber euch stärker entgiften musste. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel, habt ihr schon mal Kleidung getragen? Ich nehme an, das tut ihr, denn auch Kleidung, sagen wir, sie ist vielleicht nicht ganz koscher gefärbt oder sie musste in die chemische Reinigung und dann habt ihr Stoffe aus der Kleidung, vielleicht Färber oder Reinigungsstoffe, über das Blut in den Körper aufgenommen und wer musste es mal wieder verstoffwechseln und rausschmeißen? Na klar, die Leber. Also, es geht uns auf jeden Fall alle an. Ich könnte ewig so weitermachen. Wir haben alle Toxine in der Leber und die wollen wir loswerden. Da sind manchmal auch ganz alte Sachen drin. Die sind da quasi so ein bisschen aufbewahrt. Die Leber ist auch so ein Datenspeicher für alle möglichen Dinge. Zum Beispiel auch für Gefühle. Wusstet ihr das? Ich fand es super spannend. Es gibt ja diese Geschichte von diesem jungen Mann, der bei einer Beerdigung ist und ein Schinkenbrot isst. Und dieses Schinkenbrot speichert seine Leber quasi ab. Es ist ja so ein bisschen wie zwischen ja, Stoffwechsel, Gehirn und Herz. Und immer wenn er dieses Schinkenbrot isst, muss er wieder an diese Beerdigung denken. Das heißt, er ist irgendwie traurig, er fühlt sich vielleicht auch getröstet, weil die Beerdigung gut tat. Aber dieses Schinkenbrot ist in der Leber quasi verknüpft mit diesem Event, wenn wir es mal als Event betiteln wollen. Und immer wenn er vielleicht auch traurig ist, kann ihm das Schinkenbrot durchaus auch helfen. Also es ist ganz verrückt, die Leber speichert Gefühle. Gefühle, die schon ganz alt sein können. Sagen wir, diese Beerdigung ist 10 Jahre her und dann kommt da dieses Schinkenbrot daher. Wir wollen mal nicht das Schinkenbrot verteufeln. Es kann auch was anderes sein, vielleicht eine bestimmte Schokolade oder ein Wein. Wie auch immer, die Leber ist auf jeden Fall unglaublich faszinierend, weil sie eben so viel speichert. Und damit meine ich eben nicht nur die Giftstoffe. Außerdem muss man sagen, ist die Leber happy, sind wir das auch. Und das ist ja auch immer gut, oder? Also ist die Leber zufrieden, dann sind wir auch deutlich stabiler. Und da wir ja gerade eine sehr aufregende Zeit haben, die auch wirklich mit einer Nachricht hier und einer anderen da daherkommt, ist es doch gut, wenn wir äußerst stabil durch diese Zeit gehen. Also auch wieder Pluspunkt für eine gesunde und vor allem gekurte Leber, was wir heute machen werden. Tja, habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Die Leber ist eben dafür da, dass sie speziell aufgewertete Antioxidantien produziert und gleichzeitig macht sie uns dabei auch schön. Denn wenn sie funktioniert, sehen wir auch ganz gut aus. Und das wollen wir ja auch alle, oder? Also wenn die Leber quasi funktioniert, dann brauchen wir gar nicht so viel Kosmetik, dann brauchen wir auch nicht Botox, dann brauchen wir eigentlich gar nichts, weil die Leber kümmert sich schon. Oder sagen wir so, wir altern zumindest so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, so ganz gemächlich und nett und angenehm und eben nicht so, dass jemand sagt, wer ist denn die zerrockte Person?
Das wollen wir nicht, oder? Und deswegen machen wir jetzt gemeinsam unseren wunderbaren Smoothie für die Leber. Schau nochmal, wer ist noch dabei? Mensch, lauter Herren heute, das ist ja toll. Ich freue mich. Leipzig, hallo. Erik von Karls ist auch wieder dabei, sehr schön. Und Ralf, ja, hallo ihr Lieben. Was geht, fragt der Ralf. Na klar, alles geht für die Leber, mein Freund. Also, wenn ihr Fragen habt, ich warte immer noch auf meine Bestellung. Oh, das tut mir leid, dann musst du dich mal an die Karls Bestellhotline wenden. Ich bin mir ganz sicher, das wird schon für dich gepackt oder ist auf dem Weg. Momentan ist ja auch manchmal nicht ganz so einfach unter den Bedingungen mit der Post. Aber wir kümmern uns darum, versprochen. So, wir machen jetzt unseren Smoothie. Ein Hinweis vielleicht noch vorweg, ihr Lieben. All das, was ihr hier seht, was ich besonders liebe bei Karls, das bekommt ihr natürlich auch im Shop. Könnt ihr jetzt quasi online live shoppen. Ihr seht ja, ich habe auch meine Bestellleiste gefüllt mit meinen Lieblingsprodukten. Unter anderem sind das ja immer die ganzen Bunzlauer Sachen. Ich zeige euch das mal. Da ist in diesem Falle Ananas drin. Erzähle ich gleich noch was zu. Und ich liebe dieses Geschirr. Es ist einfach so multifunktional und ich finde, es sieht einfach so süß aus. Macht gleich gute Laune, freut sich die Leber, wenn wir gut drauf sind. So, wir machen unseren Smoothie. Ich habe wieder meinen Mixer ausgepackt. Und jetzt erkläre ich euch noch, was da reinkommt und warum. Und ich habe ihn, ehrlich gesagt, immer mal wieder getrunken. Ich trinke ihn auch gerne morgens, am besten nüchtern oder vielleicht auch zum ersten Kaffee oder danach, wie auch immer. Ich merke wirklich, es geht mir richtig gut und ich fühle mich leicht. Kennt ihr das? Wenn man sich so beschwingt fühlt und man hat irgendwie so gar keine Bremse, man ist nicht so müde, man hat keinen Mittagstief. Das sind alles so Effekte, wenn es der Leber gut geht, dann klappt es auch mit dem Alltag. Ich wollte gerade sagen, mit dem Partner oder was auch immer. Es klappt alles auf jeden Fall mal besser. So, wir fangen jetzt an mit den Sachen und mit den Lebensmitteln, die die Leber besonders liebt. Also, was liebt die Leber? Die Leber mag gerne Sellerie. Sellerie, hatte ich ja schon erzählt, letztes Mal, wer dabei war, hat eine tolle Detox-Funktion, fühlt sich gleich viel besser, man entschlackt ein bisschen, ist auch gut für die Haut. Also Sellerie kann schon so einiges, den Blutdruck senken, der ist per se schon mal gut und wenn er richtig toll ist, dann knackt er. Habt ihr das gehört? Der ist frisch, natürlich immer alles am besten bio. Es muss bio sein. Gut, wir machen weiter. Was haben wir noch? Wir nehmen Ananas, denn Ananas befeuchtet und durchfeuchtet unsere Leber und lässt sie wunderbar arbeiten. Ich habe jetzt hier relativ kleine Portionen, weil es ja ein kleiner Smoothie ist und auch ein bisschen Vorführeffekt haben soll. Normalerweise nehme ich sehr viel mehr und meine ganze Familie muss mittrinken. Hier haben wir Bio-Spinat. Wie gesagt, kleine Vorführportionen, sonst nehme ich auch gerne mal zwei Hände voll. Das war jetzt eine ganz kleine Hand. Dann haben wir hier Ingwer. Der muss natürlich auch mit rein. Den habe ich vorher schon klein geschnitten. Kommt noch so mit rein. Dann haben wir, was die Leber auch besonders liebt, ist ein Apfel. Den habe ich jetzt allerdings schon püriert. Wir haben hier quasi unseren Apfelsaft. Also immer schön Apfel mit rein. Wenn ihr einen ordentlichen Mixer habt, könnt ihr natürlich genauso gut den Apfel schälen. Das mache ich sonst auch. Dann habe ich hier noch ein bisschen Spirulina-Pulver. Auch immer sehr gut, um Toxine zu lösen. Also das heißt, sehr alte Gifte, die vielleicht schon in den tiefsten Schichten der Leber sich abgespeichert haben, die wollen wir nicht. Die sollen raus. Dafür nehmen wir Spirulina-Pulver. Oh, das klebt. Ich behelfe mir mal mit dem Ananas-Pika. Dieses Pulver ist ein bisschen sperrig. So, das haben wir geschafft. Sehr gut. Life is life, ne? So, was haben wir noch? Unbedingt auch immer wieder gut, auch gegen Toxine und auch toll, wenn man so ein bisschen merkt, oh, Erkältung ist vielleicht im Anzug, bisschen Anti-Entzündliches dazu geben, dann kommt das gar nicht erst durch. Ich habe hier Kurkuma-Pulver, da mache ich auch gern ordentlich was rein, ist ein bisschen bitter, also wenn die Familie mittrinkt, vielleicht ein bisschen weniger, ist immer wieder gut, kann man natürlich auch als Wurzel kaufen, aber ich wollte mich jetzt verschonen, danach hat man immer so gelbe Hände, deswegen bin ich immer faul und nehme das Pulver. So, wir nehmen noch einen Schuss Wasser dazu, damit wir es ordentlich zerkleinern können. Und jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles. Genau, Spirulina-Pulver. Genau, ach, guck mal, habe ich doch fast vergessen. Ich habe hier meine Petersilie. Petersilie ist auch ganz toll, sehr, sehr gesund und hilft auch, Gifte auszuschwemmen, blutreinigend, also immer her damit. Glaubt man gar nicht unbedingt. Man denkt bei Petersilie irgendwie, finde ich, immer viel so an Kartoffeln, und an Süppchen, aber kann man auch wunderbar einen Smoothie reinmachen. Koriander ist zum Beispiel auch sehr beliebt. Kann man auch wunderbar Schwermetalle ausschwemmen. Jetzt sagen wieder einige, ich habe ja keine Schwermetalle. Doch habt ihr, weil ihr hattet schon mal eine Kopfschmerztablette oder ein Schmerzmittel. Oder, weiß ich nicht, standet mal am Flughafen. Insofern
Braucht ihr das alle, ihr Lieben? So, jetzt wird es einmal kurz laut. Seid ihr bereit? Merkt ihr, der ist sehr saftig, der ist nicht so matschig. Man kann auch noch gut eine Banane reinmachen, wenn man es ein bisschen dickflüssiger mag. Dann wird es aber auch wirklich ein bisschen schwerer und dann braucht man auch erstmal nichts zu essen. Je nachdem, was man so vorhat und was man sonst noch so essen will. Ich habe ihn jetzt eher, upala, gekleckert. Ich habe ihn jetzt eher ein bisschen saftiger gemacht. Und ich sage mal Prost. Schön grün ist er. Der ist wirklich gut trinkbar. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich reinige jetzt schon mal weiter meine Leber mit euch. Und erzähle euch gleich noch ein bisschen was. Die Ananas ist sehr dominant. Und dann der Ingwer. Wunderbar. So. Die Leber freut sich. Ich mich auch. Und ich schaue nochmal. Habt ihr Fragen? Erik nicht von Karls. Hallo. Es gibt noch mehr Eriks auf der Welt. Annette. Hallo aus Glauchau, aus Sachsen. Wie schön. Mensch, wir sind von überall her. Das finde ich toll. Also wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Genau, was ich euch noch erzählen wollte. Nicht jeder macht jetzt täglich Smoothies, außer mir vielleicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Es hat auf jeden Fall einen ganz tollen Effekt auf den Körper und auch auf die Seele. Und man sagt immer, die erste Entscheidung des Tages beeinflusst auch die weiteren Entscheidungen des Tages. Was nehme ich als nächstes zu mir? Was esse ich als nächstes? Und je gesünder die erste ausfällt, desto gesünder sind die weiteren. Ich kenne das auch von mir, wenn ich mich für ein Brötchenfrühstück entscheide, was natürlich auch Spaß macht und toll ist. Das mache ich gerne mal am Wochenende. Dann kommt danach aber auch gerne mal die Schokolade und die Süßigkeiten. Auch das soll okay sein. Wir sind hier nicht päpstlicher als der Papst. Aber wenn man mal sagt, Mensch, ich gebe der Leber jetzt mal eine Pause, weil auch Zucker, und Zucker auch besonders, strengt die Leber ja ganz schön an, dann ist es natürlich toll, wenn man nicht so darauf getriggert wird, sozusagen. Ich wollte euch noch ein bisschen was über Nahrungsmittel erzählen, die die Leber auch sehr gerne hat. Und zwar, was sie auch immer wieder gerne mag und was schnell und easy ist, ist einfach mal ein bisschen Gurke essen. Meine Kinder lieben es. Durchfeuchtet die Leber, sorgt dafür, dass irgendwie generell mehr Feuchtigkeit im Körper ist. Und das ist ja gut, wir bestehen ja aus einem Großteil aus Wasser. Und die Leber mag es halt einfach gerne, wenn alles irgendwie ein bisschen flüssig ist. Also wenn ihr viel Gurken esst, ist auch gut für die Taille, kann niemals verkehrt sein. Dann, was sie auch immer wieder gut findet, esst mal ein paar Walnüsse. Tut ja nicht weh, geht ganz schnell und ihr wisst gleich, was Gutes gemacht. Und da habt ihr gleichzeitig noch ein bisschen Omega-3-Fischöl. Also das ist auch immer wieder gut, also Omega-3. Gute Fette, die mögen wir. Und, wer kennt sie nicht, Omi wusste es auch, die gute alte Zitrone. Oder auch Limette. Also wenn ihr zwischendurch Wasser trinkt, ihr solltet sowieso immer ordentlich trinken. Ich mache das auch nicht immer so gut, aber das ist ja das Ziel, irgendwie möglichst 1,5 Liter am Tag. Und ich finde das auch immer ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich mache es mir spannender, indem ich gerne mal Limette oder Zitrone ins Wasser gebe. Und ich finde, dann schmeckt das alles viel besser. Und da habt ihr noch eine ordentliche Portion Vitamin C und die Leber freut sich auch. Gut, ne? So, wir schauen mal. Was ist bei euch so los? Macht ihr sowas eigentlich auch? Dortmund, hallo! Grüße aus Brandenburg. Ach, wie schön. Mensch, Micha, du warst mal in Elstal und begeistert. Oh, das ist toll. Hoffentlich bist du bald wieder da. So, wir schauen mal. Die Marmeladen. Ja, die Marmeladen, oh, die lieben wir auch. Aber heute sind sie mal kein Thema bei mir. Aber ihr wisst ja, kriegt ihr jederzeit im Online-Shop. Und was ist bei Annette so los? Ja, kann ich dir nur beipflichten. Du freust dich auf die Eröffnung.
Das geht uns, glaube ich, allen so. Ich glaube, wir vermissen uns alle sehr und wir vermissen Erlebnisse und wir vermissen Karls. Was sollen wir machen, Leute? Momentan warten wir alle sehnsüchtigst drauf und bis dahin haben wir zumindest Tiergesellschaft und wenn es dann soweit ist, dann umso besser. Dann freuen wir uns. So, Döbeln in Sachsen. Die Sachsen sind heute hier vertreten, Leute. Ach, toll, ich freue mich. Ihr wisst ja, ich habe auch ganz lange, wisst ihr das? Ich habe ganz lange in Sachsen gelebt. So, wir schauen mal. Annette wieder. Ja, Mensch. Schön, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Und ansonsten machen wir ein bisschen weiter im Text. Ich wollte euch nämlich noch ein paar Dinge erzählen. Was auch immer wieder wichtig ist und auch in diesen Zeiten. Jetzt haben wir ja so eine ziemlich viruslastige Zeit. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass unser Körper sich gut fühlt und funktioniert. Was auch immer wichtig ist und was ich ganz viel auch gelesen habe, ist, dass vielen Menschen einmal Vitamin D fehlt und auch Zink. Es ist ganz normal eigentlich, die Leber zum Beispiel legt sich einen ordentlichen Zinkvorrat an, weil sie schon mal quasi vorspeichert, weil sie weiß, wir brauchen viel davon und man kriegt das nicht unbedingt immer alles aus der Ernährung und deswegen ist Zink zusätzlich essen eine wahnsinnig gute Idee. Warum? Einmal, weil die Leber das so dringend braucht, unsere liebe Leber, über die wir heute so viel nachdenken. Und ihr seid dann auch viel besser gewappnet gegen Bakterien, Viren und alle anderen Plagegeister dieser Zeit. Und das ist ja in jedem Falle sinnvoll. Also, checkt doch mal, wie es bei euch ausschaut. Vor allen Dingen auch mit Vitamin D. Man sagt ja auch, sollte Corona mal vor der Tür stehen, ist es gut, einen richtig guten Vitamin D-Spiegel zu haben. Ich war neulich beim Arzt und ich nehme immer Vitamin D, eigentlich ganzjährig, und war erstaunt, dass mein Spiegel gar nicht so gut war. Und wisst ihr, woran das liegen kann? Man hat oft einen erhöhten Verbrauch, zum Beispiel durch Stress oder auch mal eine Erkältung oder andere Belastungen. Und dann kommt natürlich noch der Fakt hinzu, dass man vielleicht nicht ganz so konsistent ist, konstant mit der Einnahme und dann hat man mal Sonne, mal keine. Also es gibt ganz viele Faktoren, die das beeinflussen. Und ich habe mich neulich mit einem Freund von mir unterhalten, der auch Apotheker ist, der auch sagt, es ist so lustig, er sagt immer zu den Leuten, ich schlage Ihnen vor, Sie machen den Vitamin D-Test und wenn das Vitamin D ausreichend ist, dann zahle ich Ihnen den und wenn er zu niedrig ist, dann kaufen Sie bei mir Vitamin D. Finde ich immer lustig, weil er gewinnt eigentlich immer. Und es ist einfach wichtig, dass wir genug Vitamin D haben. Da haben wir einen richtig starken Puffer. Das nur am Rande. Vitamin D können wir uns natürlich nicht anfuttern, also nicht mit Lebensmitteln, aber auf jeden Fall immer wieder kontrollieren. Und wie gesagt, Zink ist auch sehr wichtig und Zink ist eben gut für unsere Leber. Und da schließt sich wieder unser gedanklicher Kreis des heutigen Abends. So, wir schauen mal, was gibt's noch bei euch? Ihr seid öfter bei Karls. Das finde ich gut. Ich bin auch öfter bei Karls. Aber zurzeit bin ich da ganz alleine, beziehungsweise, was heißt alleine? Es ist relativ leer, logischerweise, weil momentan ist ja mehr Lebensmittelmarkt. Und für Karls Verhältnisse, als ich neulich da war, um eben mir meine Schüsseln zu holen, habe ich gedacht, das ist so leer, es fühlt sich so seltsam an, es wird Zeit, das Ganze wieder mit Leben zu füllen. Da freuen wir uns drauf. So, worum geht's bei euch? Smoothies sind klasse, genau. Ja, Grundstück ist gekauft. Okay, sehr gut. Aus Döbeln der Micha. Ich freue mich. So, ihr Lieben, noch ein Tipp vielleicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin jemand, ich nasche ja auch ganz gerne mal. Also ich mache da auch gar kein Hehl draus. Wäre es schon perfekt. Aber was ich sehr spannend fand, im Zuge meiner Recherchen, ich habe herausgefunden, wenn wir was zuckern wollen, dann ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann, dieser weiße, böse Industriezucker, das wissen wir ja eigentlich auch alle. Ich dachte dann immer, eine gute Alternative ist dieser Rohrohrzucker, aber der ist auch nicht so gut. Wisst ihr, was die Leber wirklich mag und was auch wirklich in Ordnung ist? Ahornsirup. Ist für mich noch eine relativ junge Erkenntnis, ist total interessant. Gibt es ja auch in sehr guter Bioqualität und hat einen ganz hohen Mineralstoffgehalt. Und wenn ihr damit was zuckert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, es ist natürlich immer noch ein Zucker, klar. Aber für unsere liebe Leber ist das immer noch der ungefährlichste Zucker, den man sich zuführen kann. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und ich habe neulich gelesen, wenn es einen total überkommt. Ich bin dann so jemand, ich liebe ja Schokolade, ich bin ein totaler Schokoladenjunkie. Für mich ist die weiße Schokolade immer so, die geht gar nicht, aber die gönne ich mir an Ostern, das weiß ich. Das wird nicht anders sein. Dann ist so die Abstufung zur
Vollmilch auch nicht gut. Am besten ist natürlich die dunkle. Aber was wäre das leberfreundliche Äquivalent? Wir nehmen uns einfach ein paar Bananen und stecken die bei 200 oder 180 Grad, je nachdem wie heiß euer Ofen wird, in den Backofen und übergießen sie mit Ahornsirup und Zimt und backen das aus, bis sie weich ist. Das habe ich noch nicht probiert. Das ist ein ganz frisches Ergebnis von meinen Recherchen. Aber das wäre so die Alternative, wenn man so den totalen Jieber hat auf eine Nascherei. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten. Und ich bin gespannt, ob ihr das vielleicht auch mal machen wollt. Das ist eine sehr gesunde Alternative, wenn es denn doch mal was Süßes sein soll. Ist das nicht gut? Es gibt sie, die guten Alternativen. Ich finde das immer so beruhigend. So, ich nehme jetzt noch einen Schluck von meinem Lebersmoothie. Solltet ihr auch Smoothies machen, dann schickt mir doch mal Bilder. Ich würde mich sehr freuen, entweder über Facebook oder über Instagram. Und erzählt mir, wie es war, falls ihr das Rezept ausprobiert habt. Und wenn ihr das Rezept haben möchtet, ich werde das nachher noch einmal ganz ausführlich posten. Dann könnt ihr es nachlesen, wenn ihr möchtet, falls ich eben zu schnell war. So, wir schauen mal. Billy ist bei uns. Hallo. Und Jani, teste ich. Finde ich gut. Mach mal. Und Micha nascht auch gern. Ja, ne? Ich finde auch in diesen Zeiten irgendwie, man greift doch noch mal eher zur Schokolade, oder? Oder was auch immer es ist. Viele essen ja auch gerne mal Popcorn. Das ist ja auch immer eine gute Alternative, mal so ein salziges Popcorn, wenn man einfach nur mal ein bisschen so was naschen möchte. Aber es ist natürlich nicht der gleiche Effekt. So, ich trinke euch hier einen vor. Ich finde, das Tolle ist immer, man weiß, man nimmt etwas zu sich, was gesund ist und es schmeckt gleichzeitig auch richtig gut. Das ist eine Kombination, die funktioniert. Ich merke das immer bei meinen Kindern, wenn ich die quasi zwinge oder dann hinterher mit Schokolade belohne, wenn sie den Smoothie dann trinken. Und wenn es dann auch noch gut schmeckt und dann noch jemand sagt, ich hätte gerne noch mehr, das ist natürlich das Allerbeste. So, ihr habt keine Fragen, ihr Lieben. Nee. Freut ihr euch auch schon so auf Karls Erdbeeren? Ich kann es kaum erwarten. In Erdbeeren steckt auch wirklich absolute Powerkraft. Und das in jeglicher Hinsicht ist übrigens auch ein Anti-Aging-Wunder. Ich glaube, da werden wir nochmal in einer neuen Folge drauf eingehen. Sehr, sehr spannendes Thema. Heute sind wir aber erstmal bei unserer Leber. So. Ich schau mal, okay. Bevor wir weitermachen, nochmal eine Info für euch, falls ihr gerne eins meiner Bücher bestellen möchtet. Ist ja quasi die Basis für meine Sendung. Dann schaut auch bei Karls im Online-Shop vorbei. Da findet ihr alle Bücher von mir, das hier natürlich auch die anderen, aus denen ich schon gelesen habe und auch alle Bücher, die ich euch schon empfohlen habe mit meinen Gästen in der letzten Zeit. Dann genau, bekommt ihr die dort alle mit einem Klick. Gut. So viel zu meinem Lebersmoothie. Jetzt möchte ich euch gerne noch ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen. Nein, danke. Ich muss mal kurz kommunizieren hier mit meiner Assistentin. Nein, brauche ich erstmal nicht. Vielen Dank. Ich habe nämlich darüber geschrieben, über das ganze Emotionale beim Essen. Und ich habe eben davon erzählt, dass die Leber ja so wahnsinnig viel speichert. Und da speichert sie natürlich auch alles mögliche andere ab. Alles, was wir essen, alles, was wir dabei empfinden und fühlen. Und daran wollte ich euch noch gerne einmal teilhaben lassen. So, das Kapitel heißt, das Drumherum des Essens, wie wir durch Industrie, Marketing und Trends beeinflusst werden. Oder, das schmeckt doch nicht, über die Psyche beim Essen. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kaffee oder an Ihr erstes Bier? Mochten Sie auch nur eins von beiden? Es ist verrückt, wie manipulierbar unser Körper ist und vor allem sein Geschmacksempfinden. Neulich las ich, dass wir bis zu 7-mal etwas essen müssen, bis es uns schmeckt. Wusstet ihr das? Ist das nicht ulkig? Hätten wir den ersten Kaffee also nicht 7-mal die Chance gegeben, uns zu überzeugen, ich vermute, kein Mensch würde freiwillig die dunkle Koffeinbrühe schlucken oder Zigaretten rauchen oder Alkohol trinken. Wir essen also auch immer mit der Psyche, die etwas mögen will,
erkläre ich meinem Freund Sascha meine neuesten Erkenntnisse, die auf Hollywood-Coach Kimberly Snyder zurückgehen. Also ich mochte Kaviar und Zigaretten schon als Säugling. Das ist Unfug. Sascha hat ein bisschen Attitüde. Sascha lehnt sich aus seinem Fenster, ich mich auf meinen Kinderwagen voller Einkäufe. Ein süßes Spontantreffen hat uns an einer roten Ampel zusammengeführt. Du bist nur miserabel konditioniert, erwidere ich. Willst du nicht mal was ändern, sonst wirst du nicht sehr alt. Und was mache ich dann? Ich? Nein. Das schmeckt doch alles nicht, was du so isst. Dieser ganze grüne Kram. Und ernsthaft, wer will denn alt werden? Alt werden ist mir viel zu bürgerlich. Das ist wie nächtliche NTV-Dokus über Deutsche auf Campingplätzen zu gucken. Das passt nicht zu meinem Interieur. Und fährt unter der U-Bahn-Brücke Eppendorfer Baum davon. Gemächlich, versteht sich. Gas geben wäre ja viel zu sehr Durchschnitt. Eine halbe Stunde später treffe ich meine Nachbarin Hanne in ihrem Garten und erzähle auch ihr von meinen Gedanken über unsere Psyche beim Essen. Nein, du hast vollkommen recht. Ich esse ja mit dem Kopf, sagt sie. Ich sage mir immer, das ist gesund, das schmeckt dir jetzt. Und dann schmeckt's. Alles ein Lernprozess. Wer mochte schon grünen Tee von Anfang an? Schmeckt auch nach eingeschlafenen Füßen. Iss mit dem Kopf, das ist cleverer. Übrigens, kleine Anmerkung an dieser Stelle. Grüner Tee, sehr gut für die Leber. Die Leber liebt grünen Tee. Da sind ja auch Antioxidantien drin. Und das Tolle an grünem Tee ist, da sind auch Bitterstoffe drin. Und dann hat man wiederum weniger Lust, Süßkram zu essen. Und er soll auch noch verjüngt wirken und gegen Karies helfen. Also ist auch ein absolutes Wundermittel. Einziges Problem ist, er kann die Zähne manchmal färben. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich kann ihn auch nur empfehlen. Aber da muss man auch gucken, welcher einem schmeckt. So, kleiner gedanklicher Ausflug, ihr Lieben. Ihr wisst, die Leber ist heute, die steht über allem. So, wer kennt übrigens noch die Formulierung, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen? Kennt das noch jemand? Eigentlich süß, oder? Kam mir heute in den Sinn. Und da wissen wir immer wieder, wie wichtig die Leber eigentlich ist. Irgendwie haben wir sie so ein bisschen verloren aus dem Blick. So, wir schauen mal, ist noch jemand neu von euch? Gibt's Rezepte von Smoothies bei Karls? Ehrlich gesagt, eigentlich gibt's die hauptsächlich erstmal nur bei mir. Aber wenn ihr die bei Karls wollt, dann gibt's sie demnächst auch bei Karls. Und ansonsten findet ihr die bei mir. So, hast du noch ein paar Tipps? Ich habe jede Menge Tipps, Jani. Welche möchtest du genau? Nochmal Leber oder was anderes? Wir kommen gleich nochmal drauf. Ich lese jetzt erst nochmal weiter. Vielleicht magst du deine Frage noch ein bisschen konkretisieren, in welche Richtung du gehst. So, also Essen mit dem Kopf, ihr Lieben. Das finde ich auch immer wieder spannend. Ich lese gleich weiter. Aber es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich musste das jetzt essen, ich brauchte das so dringend. Und ich kenne das auch, diesen Jeeper, ganz klar. Aber wenn ihr mich fragt, ist der angezüchtet und der wird immer wieder getriggert. Also wenn ihr gerne sagen wollt, ich gewöhne mir das jetzt ab, ich will das, dann könnt ihr das auch. Es ist ganz oft so, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, dein Körper brauchte das einfach. Bestimmt braucht er viele Dinge, aber ich glaube, wenn jemand sagt, nachdem er morgens mit Weißmehl gestartet ist und dann ein Eis isst mit Zucker drin und dann noch Schokolade, dass er dann abends wieder Pizza oder Pommes oder irgendwas Süßes will, das ist auch logisch, weil das eine bedingt das andere und fordert das andere. Und Weißmehl zum Beispiel macht einen riesen Hunger auf Zucker. Also insofern kann man sich das auch anerziehen und der Körper hat in der Regel, wie soll ich sagen, also wenn er jetzt sagt, er braucht jetzt ganz dringend irgendwie Eisen oder Magnesium, das macht Sinn, aber alles andere kommen wir nicht immer drum herum, würde ich sagen. Also das so zu argumentieren. So, wir kommen nochmal zurück zu Iss mit dem Kopf. Also natürlich mit dem Mund, aber mit dem Kopf. So, und außerdem, wer isst schon 5 Hände voll Gemüse am Tag? Und ein bisschen naschen möchte ich ja auch. Dann nehme ich lieber Mikronährstoffe noch on top, damit ich das alles überhaupt schaffe. Tja. Und sie trinkt Smoothies. Ich kenne niemanden, der besser aussieht als sie. Sie liest und liest und ihre Wissbegier hört nie auf. Und sie glaubt an Wunder, daran, dass jeden Tag etwas Wunderbares passieren kann. Außerdem habe ich von ihr den Tipp, nie den ersten Aufguss vom grünen Tee zu trinken. Den kippen die Japaner nämlich weg, sagt sie. Oder sie wollen dich beleidigen, dann bekommst du den, aber dann bist du ihr Feind. Und das ist auch nicht so gesund. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich ihr Recht geben, was das Kopfessen angeht. Mein erster grüner Tee mit 17 war kein Aha-Erlebnis, eher ein Oha, ist das bitter-Erlebnis. Dafür
kamen relativ flott die tollen Nebenwirkungen, in Anführungszeichen Nebenwirkungen. Keine Heißhungerattacken mehr, weniger Lust auf Süßes, verbessertes Konzentrationsvermögen. Alles in allem Win-Win. Außerdem soll er ja vor Krebs schützen. Ach guck, hier habe ich es auch geschrieben. Jetzt habe ich euch das so erzählt. Jetzt müsst ihr es nochmal hören. Die Zähne halten und die Spannkraft der Haut soll auch besser sein. Da schmeckt er doch gleich viel besser, je älter man wird, oder? Seit 20 Jahren trinke ich fast täglich meinen grünen Begleiter. Inzwischen ist Kaffee dazugekommen. Wenn auch nur eine Guten-Morgen-Tasse, weil meine Frauenärztin es mir in der Schwangerschaft empfohlen hatte. Grund, mein Blutdruck war so niedrig, dass ich eigentlich eine wandelnde Leiche sein müsste. Oder wie sie nach dem ersten Messen mal sagte, schlafen Sie gerade? Und ich, nein, ich sitze doch vor Ihnen. Und sie, ja, aber Ihrem Blutdruck nach sind Sie gerade nicht wach. Bitte trinken Sie Kaffee fürs Baby. Eine Tasse reicht aber. Also habe ich das Zeug runtergewirkt wie Medizin und schwupps, so etwa nach Tasse 7 mochte ich ihn dann doch. Lass uns eine Challenge draus machen, schlage ich Sascha am Telefon vor. Wir konditionieren uns auf die gesündesten Lebensmittel, die es gibt und essen die 7-mal, bis wir sie mögen. Was soll das denn? Willst du veganes Risotto an Sellerie essen oder am besten noch in Gegenwart von Lehrern? Also er mag Lehrer nicht so besonders. Sorry an alle Lehrer, die gerade zugucken, falls es welche sind. Dann müsste ich mindestens 80 Mal essen, sagt er. Ich habe es recherchiert. Warte, ich schicke dir eine Liste. Die gesündesten Dinge. Gerstengraspulver, Chlorella-Alge, Löwenzahnwurzelextrakt, Kokosnuss, Quinoa, Brokkoli, Sprossen, Brennnessel, Hanfsaat, Lein oder Chiasamen. Ah ja, sorry. Also wäre die Challenge, in jede Mahlzeit Currywurst, Mettigel und Fischeier zu integrieren, dann vielleicht. Aber so muss ich passen. Wieso wundert mich das nicht? Dennoch lässt mich die These irgendwie nicht los. Und so beschließe ich, mit unserer kleinen Theresa, zu dem Zeitpunkt Baby, einen Versuch zu starten. Ja, immer auf die Kleinsten, ich weiß. Aber Babys sind noch so wunderbar unverdorben. Um es mir auch leichter zu machen, picke ich mir den Brokkoli aus der Liste raus. Den bekomme ich überall, auch in Bio-Qualität. Ich mag Brokkoli eigentlich nicht besonders, finde den ziemlich fad. Theresa offensichtlich auch. Sie zeigt zwar gleich mit dem kleinen Zeigefinger drauf, als sie ihn mich essen sieht und sagt da, aber sobald sie ein Röschen in den Fingern hat, schmeißt sie es weg. Und bald klebt Brokkoli überall, wo man sieht. Am Küchentresen, am Kapitänsmöbel, neben unserem Esstisch, auf dem Fußboden, an den Flügeltüren, im Essbereich, einfach überall. Und ich muss ihn regelrecht abkratzen. Ja, daran erinnere ich mich noch. weil sie ihn mit solcher Wucht mit ihren kleinen Händchen durch die Gegend wirft. Am Tag 3 nimmt sie das kleine, in Wasserdampf gedünstete Bäumchen in den Mund und leckt daran, um es sich dann angewidert aus den Mundwinkeln zu wischen. Aber sie guckt, Mama, ist das schon wieder? Und lächelt. Ich lege eine Brokkolipause ein. Bäh, ganz ehrlich, es hat mir gereicht. Und Baby überlistet, Sascha grinst mich eine Woche später über FaceTime an. Wenn das klappt, komme ich vorbei und löffle mit ihr Sushi. Du Eiermörder, sage ich, soweit kommt's noch. Brokkoliteller Nummer 7 steht vor mir. Finaltag des Experiments. Und was glaubt ihr, hat's geklappt? Okay, ich gehe gleich auf eure Fragen ein. Sascha sitzt live bei mir, per Telefon, während unsere Kleine ins Grüne beißt. Das glaube ich jetzt nicht, sagt er. Deine These stimmt. Tja, dieses Baby haben wir fertig konditioniert. Dann essen wir jetzt weiter mit dem Kopf. Ab hier zu. Also das war wirklich sehr, sehr witzig, weil das Experiment absolut funktioniert hat. Also wenn ihr wirklich euch erziehen wollt, dass ihr etwas mögt, dann probiert es aus. 7-mal essen, dann habt ihr eigentlich eure Geschmacksknospen und auch den Kopf überlistet. Wahrscheinlich gilt das auch für Regenwürmer, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Wobei, soll ja viel Protein drin sein. So, jetzt schaue ich nochmal auf eure Fragen. Ihr Lieben, gern weitere Rezepte. Wenn ihr wollt, dann mache ich weiterhin Smoothie-Rezepte. Auch das nächste Mal gerne. Smoothies fürs Immunsystem mag der Micha. Ja, da geht es mir ähnlich wie dir, Micha. Die finde ich nämlich auch super. Dazu lasst mich nochmal Folgendes sagen. Also, es gibt ja so viele Smoothie-Möglichkeiten. Ich persönlich bin so ein Fan. Was ich wirklich immer gerne mache, ist, dass er sehr, sehr grün ist. Also, wie gesagt, meine kleine Spinatportion, die ich euch hier mit der kleinen Bunzlauer gezeigt habe, die war sehr, sehr klein.
Ich nehme sonst wirklich zwei Hände voll. Gerne auch Feldsalat. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe mehr Power durch Feldsalat. Da soll ja auch viel Eisen drin sein. Spinat ist halt wiederum sehr leberfreundlich. Manchmal mixe ich auch beides. Es gibt auch Leute, die nehmen gerne Grünkohl. Soll ja auch einen ganz tollen Effekt haben. Grünkohl ist ja quasi so das Superfood, das Neue. Wobei auch Brokkoli. Aber das ist jetzt nicht so mein Fall. Kann man aber auch machen. Also ich glaube, dass der Trick ist, je grüner ihr ihn macht und je weniger Fruchtzucker ihr drinnen habt, den würde ich immer ein bisschen reduzieren, desto besser. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, je weniger Fruchtzucker, desto, naja, weniger süß schmeckt er. Und er soll ja auch schmecken. Also ich bin immer so ein Fan von, ich mache sehr gerne Apfelsaft rein. Die Leber liebt ja Apfelsaft. Eine Zeit lang habe ich auch Orangensaft genommen, aber der Apfelsaft ist einfach noch schöner für die Leber. Und ja, wie soll ich sagen, die Kinder mögen es auch lieber. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen gefälliger. Ich glaube, wir sind mit Äpfeln, Äpfel sind so alltäglich irgendwie, also wenn ihr euch wirklich so auch daran tasten wollt oder die ganze Familie dazu bekommen wollt, dann würde ich immer für Äpfel plädieren. Finde ich irgendwie besser. Außerdem ist es auch so, dass Äpfel einen ganz tollen Effekt haben. Und zwar hungern die quasi Viren und Bakterien aus. Also das ist ein sehr, sehr guter Effekt von Äpfeln. Und was ich auch immer gerne reinmache, ist halt, wie gesagt, Kurkuma, weil anti-entzündlich, anti-Krebs. Kurkuma ist auch so wie so eine Polizei im Körper. Wenn die einmal durchhuscht, dann geht es euch in jedem Falle besser. Ist toll für die Haut, fürs Hautbild. Also immer richtig Kurkuma mit rein. Mein Mann zum Beispiel macht auch Kurkuma gerne mal in Reis oder so. Oder wir machen es einfach in die Bolognese mit rein. Also das ist wirklich so ein Gewürz. Es ist ein bisschen bitter. Ihr müsst rausfinden, wie viel ihr braucht. Man fängt an mit einer Messerspitze, dann nimmt man immer ein bisschen mehr. Also man muss gucken, wo tue ich es rein, in welcher Menge tue ich es rein. Ich würde mit wenig starten, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und auch Ingwer zum Beispiel finde ich auch immer gut, kurbelt den Stoffwechsel an. Also ich bin so ein Fan von, was ich immer drin habe, ist ganz, ganz viel Grünes. Also vorzugsweise Feldsalat, Spinat. Dann gerne immer ja mit Ingwer, mit der tollen Knolle und Sellerie. Weil Sellerie halt auch unheimlich viel tolle Effekte hat. Ist ja auch immer mehr auf dem Vormarsch. Viele trinken auch Selleriesaft pur. Das mögen aber auch die wenigsten. Und bei Sellerie ist das Problem, dass er manchmal wirklich bitter schmeckt. Also ich hatte schon Selleriestangen. Da stand ich dann mit meinem Mann und wir waren so, Prost auf den Sellerie. Und waren so, oh, geht nicht. Geht wirklich nicht. Also je heller der Sellerie, umso besser. Dann schmeckt er eigentlich immer milder. Und er muss halt knacken. Also er darf nicht irgendwie so runterhängen, das ist ganz, ganz schlecht, wie so eine vertrocknete Primel, dann ist da auch nicht mehr viel drin. Auf jeden Fall, also ich bin absoluter Fan von Sellerie. Ich bilde mir auch ein, wenn ich den getrunken habe und ich hatte eine kurze Nacht, weil die Kinder alle wach waren und das Baby noch Samba getanzt hat, dann hilft der Sellerie irgendwie, dass man so im Gesicht aufwacht und irgendwie wieder so klar ist und auch funktioniert, auch wenn man nur 2 Stunden Schlaf hatte. Also das ist wirklich absolut meins. Kann ich euch nur ans Herz legen und empfehlen. Hat einen super Effekt, ihr fühlt euch gut und der schwemmt auch noch alles überflüssige Wasser aus dem Körper aus, ist auch anti-entzündlich und alles, was Anti-Entzündung ist, ist ja immer gut. Also alles, was aus dem Körper rausgeht, wir wollen das ja alles gar nicht haben, wir wollen gar nicht, dass sich da irgendwelche Toxine anlagern, dann werden wir nur krank und vielleicht auch noch dick und das brauchen wir alles nicht. Das wollen wir nicht. So, was möchtet ihr noch wissen? Du möchtest den Spinat weglassen, Micha? Du darfst ihn weglassen. Das ist wirklich nur meine persönliche Empfehlung, was ich besonders gern mag. Ihr könnt auch andere Salatblätter nehmen. Es gibt auch Freunde, die machen gerne Rucola rein. Mir ist der immer ein bisschen zu holzig und zu bitter, aber es geht wirklich fast alles. Was schreibt Pepe? Wo lang geht das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da musst du mich mal aufklären. Ja, Sellerie. Jani, ich sag's dir. Also Sellerie ist wirklich mein absoluter Geheimtipp. Ich hatte auch so eine Phase, da habe ich gesagt, ich nehme lieber Sellerie statt Augencreme, weil das bringt einfach mehr. Ich finde auch immer, von innen aufräumen ist besser als von außen draufpinseln. Also ich glaube, das kennt auch wirklich jeder. Wenn man von innen strahlt, dann braucht man von allem viel, viel weniger. Und ich zum Beispiel bin komplett mit einem Bio-Make-up geschminkt, aber wenn man jetzt ein ganz konventionelles Make-up nimmt, dann hat man wieder ganz viel Stoffe. Man weiß nicht, was alles so drin ist. Es steht ja auch drauf, aber wir sind alle jetzt auch keine Chemiker vom Fach. Es gibt einfach Stoffe im normalen Make-up, die werden dann wieder über die Leber verstoffwechselt, übers Blut aufgenommen, sind im Körper drin, müssen raus. Also insofern
Spirulina-Pulver, hatte ich ja auch erwähnt, finde ich immer wieder gut. Ich bilde mir auch ein, ich spüre das. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich euch auch nicht sagen. Ich bin ja auch Journalistin und keine Ökotrophologin. Ich probiere, ich recherchiere, ich lese und ich gucke einfach, was tut mir gut, wann fühle ich mich gut. Und ich glaube, dass das mit das Wichtigste ist. Ein Gefühl für den eigenen Körper und wann fühle ich mich gut, wann geht es mir schlecht. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, Gluten, ich liebe Brot. Aber zu viel Gluten macht mich müde und auch nur bestimmtes Gluten ist gut für mich. Also man muss ganz viel testen, glaube ich. Aber eins weiß ich, ich kenne niemanden, der sagt, wenn er einen Smoothie trinkt, fühlt er sich schlechter, müder oder, weiß ich nicht, gelangweilter oder so. Es hat immer einen guten Effekt. Also das ist zumindest das, was ich nach, wie viele Jahre trinke ich jetzt schon Smoothie? Ich weiß nicht, 8 vielleicht oder 10? Also wirklich lange. Und ich möchte es nicht mehr wissen. Also die Tage, wo ich ohne Smoothie starte, die sind definitiv die Tage, an denen ich mehr Nasche und mehr Schrott esse. Ist einfach so. So, wir schauen nochmal. Wir sind fast am Ende, ihr Lieben. Brauche ich einen speziellen Mixer, will die Anja wissen. Ja, leider ja. Die Antwort ist leider ja. Ich würde jetzt gern sagen, hier mach Low Budget, kannst auch einen Küchenmixer nehmen. Aber ich habe es probiert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Investition in einen sehr guten Hochleistungsmixer, die hat sich gelohnt. Er ist zwar wahnsinnig laut und wir haben schon die Geräuschreduzierten genommen und sagen jedes Mal schön, dass er geräuschreduziert ist und er ist so laut, dass man sein eigenes Wort eigentlich nicht versteht. Aber ich würde sagen, diese Investition, die war es wert. Und ich will jetzt nicht Werbung für ein bestimmtes Produkt machen, das muss jeder für sich rausfinden, aber einen Tipp habe ich. Wenn ihr einen kauft, dann fragt immer nach, auch wenn ihr ihn online kauft, fragt nach, ist der speziell für Smoothies oder wenn ihr lieber einen Entsafter wollt, weil ihr vielleicht Selleriesaft macht oder entsaften wollt, dann fragt, ist es ein Entsafter, ist es ein Mixer? Nicht alles ist gleich gut und für alles geeignet. Das ist einfach so. Und wichtig ist die Umdrehungszahl. Das habe ich damals gelernt. Es muss eine bestimmte Umdrehungszahl haben. Und dann werden die Vitamine richtig aufgespalten. Und wenn ihr die nicht habt, dann ist das für die Katz. Also dann, es schmeckt dann auch nicht. In der Regel habt ihr dann Klumpen da drin. Und wenn man dann so einen Sellerieklumpen hat, weiß nicht, wie ihr das findet, ich mag das immer nicht. Also wenn ich was trinke und ich stelle mich darauf ein, dass das eine gleichbleibende Konsistenz hat, egal ob die dünner oder dicker ist, und dann kommen da so Klumpen, die finde ich voll gruselig, kriege ich dann auch nicht runter, dann muss man wieder nachsieben oder muss dann halt kauen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck des Smoothies. Also, ich würde sagen, guckt, holt euch ein Profimodell, wenn ihr das wirklich machen wollt. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der seinen Smoothie kauft, wenn er einen guten Smoothie-Maker hat, bereut hat. Also, so viel kann ich euch sagen. Und wenn ihr einen kauft bei einem guten Hersteller, ich hatte zum Beispiel mal in meinem Smoothie-Maker die Situation, dass was kaputt gegangen ist, dann wurde das auch ausgewechselt. Ich fand das gut. So, meine Lanze für den Profi, fürs Profi-Gerät. So. Was hast du immer für Zutaten zu Hause? Auch gefroren? Ja, frieren ist super, kann ich euch auch wirklich empfehlen. Mache ich nicht so oft, weil ich immer im Stress bin. Und wenn ich vergesse das dann, hole das raus, ist dann eiskalt. Aber es ist auf jeden Fall ein Tipp. Was auch toll ist, ist viel wilde Beeren nehmen. Wilde Heidelbeeren sind auch super, um Gifte auszuschwemmen. Ist übrigens auch ein Smoothie-Rezept für die Leber. Könnten wir nächstes Mal machen. Wobei ich dann wahrscheinlich einen Heidelbeerenbart habe, wenn ich das trinke. Aber das ist auch richtig gut. Also was ihr auch machen könntet, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt keine Lust, so viel zu schnibbeln. Was ich gerne mache, ist, ich bereite das vor. Also ich hole mir die frischen Sachen, wasche den Spinat, den Salat, tupper den ein und dann werfe ich das nur noch rein, idealerweise. Oder wenn ihr halt tiefgefrorene Beeren habt, dann holt euch tiefgefrorene Heidelbeeren, Himbeeren oder so ein Mischpack oder sowas. Und dann haut ihr davon quasi nochmal ein paar nette Stoffe rein, wie zum Beispiel, wenn ihr es ein bisschen derber mögt, den Ingwer oder Spirulina-Pulver. Das ist auch eine ganz, ganz gute Kombi. Ein bisschen Koriander vielleicht noch rein. Ein Schuss Zitrone. Ihr könnt da wirklich wild experimentieren. Das schmeckt fast immer richtig gut. Wenn es zu flüssig wird, kann man auch mal eine Dattel reintun. Datteln sind auch super für die Leber. Und machen es nochmal süßer. Und tiefgefroren, wie gesagt, ist wirklich ein richtig guter Tipp. Kann man absolut machen. Mir ist es halt oft in den Zähnen zu kalt und ich habe immer nicht die Zeit zu warten. Also der Trick wäre dann wahrscheinlich aufstehen, schon mal rausnehmen, dann duschen, alle Kinder oder was auch immer fertig machen und dann den Smoothie machen, damit diese Früchte nicht zu kalt sind. Aber ist ein super Tipp. Guck mal, hast du mich super ergänzt. So,
Ihr Lieben, die letzten Minuten. Welche Umdrehung braucht der Mixer? Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Das hätte ich dir wahrscheinlich noch vor einem Jahr sagen können. Aber jetzt, ich glaube, das sind 99 oder so. Es ist auf jeden Fall die höchste Umdrehungszahl, glaube ich. Aber wenn du einen Profi fragst, der weiß das, hast mich eiskalt erwischt. Ich müsste es jetzt nachrecherchieren. Wenn du mich auf Instagram oder Facebook anschreibst, dann reiche ich es dir gerne nach. Auf jeden Fall gibt es ganz spezifische Drehzahlen, besonders für grüne, chlorophyllhaltige Geschichten. Aber wenn du den Mixer kaufst oder bestellst, dann wirst du da auch beraten. Und am besten sagst du dann, dass du das und das damit vorhast. Und dann kannst du da sicher gehen, dass das funktionieren wird. So, wir schauen nochmal auf eure Fragen. Ihr Lieben. Jetzt schreibt hier gerade mein Freund Erik, nicht von Karls, 45.000, da lag ich ja mal voll daneben. Also diese Info, die kommt mir auch bekannt vor, das kann sehr gut sein. Also es muss auf jeden Fall eine sehr hohe Umdrehungszahl sein. So, Pepe sagt, schmeckt lecker. Hast du den jetzt nachgemacht? Das ist ja klasse. Jetzt in dieser Minute hast du das alles da, das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind so viele Kommentare, ihr Lieben, ich muss noch mal kurz gucken. Wo bekomme ich das Pulver, möchtet ihr noch wissen? Zwei Sachen sage ich euch noch zu den Fragen. Also das Pulver, das kriegt ihr ganz normal in der Bio-Abteilung in jedem Supermarkt. Das Spirulina-Pulver meinst du jetzt, nehme ich an. Da gibt es auch ganz viele andere Pulver oder auch Gerstengraspulver habe ich auch gern zu Hause. Finde ich auch super. Ist auch gut, einfach um nochmal ein bisschen Giftstoffe auszuschwemmen. Und da gibt es ganz viel. Mit Hibiskus wollte ich jetzt auch nochmal experimentieren. Ist auch toll für die Leber. Habe ich zurzeit aber nicht zu Hause. Ich kann nur sagen, nehmt nicht zu viele Pulver, weil es wird dann von der Konsistenz und vom Geschmack her so ein bisschen, wie soll ich sagen, das staubt auch sehr, wenn man das da reinmacht. Also ich würde immer unbedingt mixen mit frischen Sachen oder frisch tiefgefroren. Das geht natürlich auch. Was ich immer da habe, sind Bananen. Bananen ist für mich auch immer so eine Basis, auch um es den Kindern schmackhafter zu machen. Ich habe immer Sellerie da, also wirklich immer. Also ich versuche das. Und immer entweder Spinat oder Feldsalat. Das ist wirklich wichtig für mich. Und Kurkuma, wenn man sich da einmal ein Päckchen holt oder ein Streuer oder auch eine Kurkuma-Wurzel, davon lebt man ja ewig, hat man dann auch immer da. Genau, so. Ja, genau, schreibt der Janni. Ja, genau. Wie ich auf Facebook heiße. Anna Funk bin ich. Hier, ich zeige euch nochmal mein Buch. Das ist jetzt spiegelverkehrt bei euch. Anna Funk mit CK, da findet ihr mich. Also ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer über virtuelle Post, auch über Kommentare. Schreibt mir, was ihr erlebt habt, wie eure Erfahrungen so waren, wie ihr euch fühlt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, jederzeit gerne. Und wenn ihr mögt, dann machen wir nächsten Samstag den nächsten Smoothie und ich erzähle euch noch ein bisschen mehr über meine Erfahrungen, über mein Jahr mit all meinen Ernährungstipps und Trends, die ich ausprobiert habe. Also sehr, sehr spannende Zeit. Und ich merke auch, es beschäftigt euch. Ich finde auch in dieser Zeit ist ja wirklich, man ist mehr zu Hause, man beschäftigt sich auch viel mehr mit seiner Ernährung und dem, was man da alles hier so oben reinsteckt in die Futterluke. Und alles, was einen in dieser Zeit irgendwie widerstandsfähiger macht, sei es körperlich, aber eben auch seelisch, weil wenn man die falschen Dinge isst, ist man ja auch generell nicht so stabil. Ist das einfach ein ganz wichtiges Thema und ein sehr spannendes Thema. Und ich bekomme sowieso oft Fragen gestellt, aber ich freue mich auch, wenn wir das hier erörtern, damit es euch einfach gut geht. Ne? Man kriegt ja Power, wenn man sich auf schöne Dinge freut, wie den nächsten Karlsbesuch, aber eben auch durch die richtigen Nahrungsmittel und die richtige Kombination von den Nahrungsmitteln. So, ihr Lieben. Ich sehe gerade, unsere Zeit ist auch um. Mensch, es ging so schnell mit euch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, ja, dass wir uns alle ganz bald natürlich bei Karls sehen. Keine Frage. Bis dahin bin ich auf jeden Fall weiter für euch hier, da und auch darüber hinaus. Und wenn ihr mögt, wenn ihr noch zusätzlich etwas braucht oder mehr erfahren wollt über mein Jahr mit all diesen verrückten Ernährungstrends. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was es überhaupt so gibt auf dem Markt. Dann schaut rein in mein Buch. Gibt es bei Karls. Findet ihr auch in jedem Buchladen. Aber bei Karls mit einem Klick habt ihr es gleich. Und vielleicht nochmal einen Tipp.
ladet euch doch die Karls-App runter. Da werdet ihr immer informiert, wenn die nächste Live-Sendung startet. Und ihr bekommt noch, wenn ihr was bestellt, den Versand geschenkt beim ersten Mal. Das lohnt sich ja auch, finde ich. Und ihr wisst ja, ich habe jede Menge sehr witzige und interessante Kollegen, die hier auch Shows machen, auch rund um Karls. Und die findet ihr da natürlich auch. Tja, Mensch, schön war es mit euch. Also, in diesem Sinne würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Samstag wiedersehen. Wenn ihr mögt, dann schreibt mir, wie gesagt, gerne über Insta, über Facebook. Funky Anna heiße ich auf Instagram. Ich freue mich immer. Ich antworte auch immer, vielleicht nicht sofort. Das ist manchmal schwierig, aber sobald es geht, und berichtet mir von euren Erfahrungen und kümmert euch um eure Leber. Ihr wisst ja, happy Leber, happy living. So einfach ist das. So. Ihr sagt auch tschüss. Okay, hat mich sehr gefreut. Macht's gut, habt einen schönen weiteren Samstagabend und wir sehen uns hier wieder bei Karls Live, wenn ihr mögt. Ich freue mich.